Und dann wollte ich ausgerechnet seinen Neffen heiraten. Die Mutter hat mir so eine Ohrfeige gegeben, die spüre ich heute noch. Kannst du denn nicht einen Eisenbahner heiraten, hat sie gerufen. Ich war ja blind vor Liebe. Gott, nein. Aus kleinen Verhältnissen in Nachbarschaft ist sie gekommen und hat sich erst einleben müssen in die fremde Welt dieser Familie. An allem ist gespart worden, an der Butter aufs Brot, der Kaffee hat müssen ein paar Mal aufgegossen werden. Aber für die Kunst war immer Geld da. Ganz besonders beeindruckt hat sie der Schwiegervater, der als Bäcker viele Jahre den malenden Bruder Franz und Schwager Anton samt Familie großzügig unterstützt hat. Der war ja selber ein Talent, aber es hat eben nur einer die Kunst zum Beruf machen können. Mein Schwiegervater hat das immer verstanden, dass er den anderen beistehen muss, ganz ohne Neid und Bitterkeit. Das war so wie bei den Van Gogh-Brüdern. Aber es ist ihm zu wenig Ehre dafür widerfahren. Vorgestern noch ist mir die Frau Wiegele wie eine Figur von Wilhelm Busch erschienen. Jetzt sitzt sie da wie eine Nötscher Peggy Guggenheim und erzählt von Galeristen und Museumsdirektoren, die bei ihr eine Kirschsuppe essen, vom heiklen Umgang mit Kunstwerken. Beim Hängen musst ganz besonders aufpassen, Bilder kann man töten mit einer schlechten Hängung. In ein paar Stunden wird sie wieder aufstehen und in die Backstube gehen, weil wir leben ja nicht von der Kunst, sondern vom Handwerk. Kunst kostet nur. Ans Verkaufen eines Bildes mag sie nicht einmal denken. Das sind alles meine Kinder geworden. In diesem Haus passiert etwas mit einem selbst und der Kunst. Jetzt ist es aber wirklich spät geworden. Wir müssen beide morgen früh raus. Wissen Sie was? Jetzt kommen Sie noch rasch zu mir rauf, sagt die Frau Wiegele. Also gehen wir über die breite Treppe in den ersten Stock. Und die Frau Wiegele führt mich in ihre Wohnung und in ihr Zimmer, das eigentlich nur eine Kammer ist. Über dem Bett hängen Bleistiftzeichnungen zur glücklichen Familie. Im Wohnzimmer hängt das Original ohne Lichtschranken und Panzerglas und macht den ganzen Raum zum Fest. Am nächsten Morgen stehe ich am Bahnhof von Nötzsch und warte auf den Regionalzug. Mutter seelenallein, nur ich und mein Rucksack und mein Koffer und ein Kilo schwerer Laib, Vollkornbrot, ein Butterschnitzel und zwei Schaumrollen. Das müsste bis Wien reichen.